sehr ungewöhnlichen Chivalry Medieval Warfare Runde, denn heute, ihr hört es schon im Hintergrund, wird geschrien und zwar vor Angst, denn alles macht den Ritter keine Angst, keine Gegner, keine Blutrünstigen, aber Schwerelosigkeit bzw. Hexerei, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und mit mir im Channel sind der Hyuga und der Zombay, den ich diesmal richtig ausspreche. Hallo ihr zwei. Hallo. Fliegt ihr schön? Ja, ja. Ich hüpfe hier schon freudig herum. Sehr gut. Ich habe den jetzt gerade Free for All. Wir spielen Free for All und es wird richtig geschnetzelt. Solange man tatsächlich jemanden trifft. Jetzt den Rumpel im Flug. Oh ja, ich gehe auch zu euch. Geh mir einfach direkt. Ah, ich krieg dich! Ich flieg einfach weg. Also ich töte alle, die hier stehen, aber dich nicht? Nee, oder die Vico was? Hat mich. Die Vico hat mich gekriegt. Ah, da hinten ist der. Oh, also das Hexerei! Die Hexe Agatha hat ihr satanisches Werk hier vollbracht und. Die ist halt. Nee, das wollte die gar nicht. Die ist nur heute früh auf ihrem Ziegenkäse ausgerutscht und ist dann da noch in ihrem Topf voll Kaninchenblut reingefallen und da ist es leider sowas bei rausgekommen. Ja. Und mal gucken, wer davon am Ende, ich bin ja der Sohn des Teufels, wie man seit LMS weiß. Insofern, die Hexe Agatha ist meine Mutter. So, auf jeden Fall eine sehr ungewöhnliche Sache, man kann das einstellen in den Server. Oh, der Zombie im Flug! Du alter Hund! Boah. Der Yoga noch. Aber wie sie alle fliegen, das sieht einfach so lustig aus. Das ist mal wirklich geil. Vor allen Dingen, also das muss man vielleicht mal kurz erklären, warum jetzt eigentlich unsere Ritter hier so schreien. Die Engine hat natürlich eigentlich vorgesehen, dass wenn man irgendwo runterfällt, dass man nach einer gewissen Zeit, ohne auf einem festen Untergrund zu sein, im Endeffekt gestorben ist, weil man halt runtergefallen ist und der Aufprall einen nicht überleben lassen würde. Aber die haben natürlich nicht damit gerechnet, dass es irgendwelche verrückten Leute gibt, die mit dieser Gravity hier rumspielen bei den Server-Einstellungen und damit dafür sorgen, dass eben alle relativ. Oh, ich muss mich gerade konzentrieren. Lange fallen und springen. Genau, dankeschön für diese Ausführung. Dreier-Kill! Yes! Oh, der Rumpel hier. Kill! Juhu, ich bin direkt unter Bonsai mit 22 Kills mit ihm gleich auf. So sieht's aus. Aber ja, ich habe gesehen, du hast einen Double-Kill gemacht, kurz vor mir. Ja, aber der Zombie und ich, wir sind auch nicht ganz so weit hinten. Also wir sind hier eigentlich auch ziemlich mordlustig dabei. Oh nein! Aua, ja. So sahen eigentlich die Schlachten im Mittelalter wirklich aus. Ja, stimmt. Genau so, weil die alle mit Helium mit dabei war. Nee, weil die alle mit Kuhäutern gefüllt mit Helium in den Kampf gelaufen sind. Ich habe letztens eine Doku gesehen, wenn Drachen wirklich existiert hätten, wie hätte das so funktioniert. Und da war es wirklich so, dass die ihre Lungen mit Gas gefüllt haben, dass sie halt fliegen konnten. Die Drachen? Ja, also da haben sie so eine Doku gemacht. Was wäre, wenn es Drachen gegeben hätte? Und das war sehr interessant gewesen. Boah, man geht auch viel langsamer, oder? Habe ich das? Ist das nur so ein Eindruck von mir? Das denkst du nur. Also die Beschleunigung ist Sergeant Rubles hängt the lead. So sieht's aus. Ich bin hervorragend hier in der Hexerei. Ist genau mein Element. Ja, ich merke das schon. Ja. Ich und Juri sind immer noch gleich auf. Ich glaube, wir schenken uns hier nichts. Und einfach reinhauen. Der Gabo ist aber auch ganz schön vorne mit da. Mit ja, der dabei. Gabo ist ja immer weit vorne dabei. Gabo, also. Ah, ich habe die Gabo gerade weggemacht! Wissen, wer der Gabo ist, ne? Gabos wissen, wer der Rumpel ist. So. Ich find's ja geil, man kann ja auch mal ganz kurz Werbung machen für andere YouTuber von The Clevy Nova, diese Swing-Jazz-Version von Wissen, wer der Babo ist, hat null Dislikes, über 1 Million Klicks und null Dislikes. Das liegt an der Tatsache, dass die Dislikes momentan nicht mehr angezeigt werden. Ach so, okay, schade. Es gibt jetzt momentan, das habe ich auch bei meinen Kommentaren gehabt, dass alle sich freuen, dass es keine Dislikes mehr gibt, aber das hängt leider mit einem YouTube-Bug zusammen. Ach so.
Man kann noch nicht aussagen, ob es ein Bug ist oder ob es gewollt ist, weil YouTube wollte ja schon seit langem die Dislikes komplett entfernen. Eigentlich nicht keine ganz verkehrte Idee, muss ich sagen. Ich hatte ja bei Alendia. Ich habe bei Alendia auch einfach oft. Also ich habe am Anfang die Dislikes auch ganz weggenommen. Inzwischen werden die zwar mit in die Bewertung reingerechnet, aber ich zeige sie auch nicht direkt an. Ist auch irgendwie unnötig, muss man sagen. Rumpel, ich kriege dich noch, ne? Schau mal in die Statistik. Ach was. Übrigens schön, dass Zombie, Rumpel und ich die Plätze 1 bis 3 belegen. Ah, das hat die Community jetzt extra gemacht, damit wir auch mal gut aussehen im Let's Play. Die blocken eigentlich nur und wir sehen es nicht. Die laufen in unsere Klingen rein. Aber ich bin noch mit 5 Kills vorne, also da musst du dich noch ein bisschen anstrengen. Ja, ich bin dabei hier. Also ich bin ja wieder mit dem Zweihänder unterwegs, mit dem Kanister. Was? Mit der Noob-Noob-Waffe? Ich bin mit dem Kriegshammer unterwegs. Ja, ich seh's. Aua. Oh, da hast du auch deinen Kopf weniger, mein lieber Freund. Aber nicht von mir diesmal. Oh, der Pina. Ah, das tut weh, ich muss springen. Ob man im Flug auch Lebensenergie regeneriert? Nee, kann man nicht, habe ich schon probiert. Ich werfe mal eine Rauchbombe rein, das ist bestimmt lustig. Oh, das ist keine schlechte Idee. Eine Rauchbombe und eine Brandbombe. Ah, ein schönes Spiel. Es ist einfach immer wieder was Nettes, Neues. Ach, da habe ich den Gabo auch mal erwischt. Da kam mir jetzt die Tage ein ziemlich fettes Update über den Gigabyte. Weiß da jemand zufällig, was da so alles Neues keine kam? Keine neuen Maps, keine neuen Waffen, lediglich interne Sachen. Serverbrowser wurde verbessert und solche Sachen. Okay. Aber immerhin, das sind ja wirklich wichtige Sachen gewesen. Oh, Triple Kill gemacht. Sauber. Könnte ich sehen, die ganze Zeit drei Leute zu töten, so holte ich nie auf. Ich wäre noch hier Platz 1 und so. Ich strebe ja die Führung an. Ach, vergiss es. Der Pia zum zweiten. Ah, dammit. Oh Gott, Gemetzel. Der Gott des Gemetzels war ein guter Film, habe ich gehört. Ja. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Aber ich glaube, heute bin ich mal der Gott des Gemetzels. Obwohl der Hyuga mir tatsächlich sehr stark auf den Fersen ist. Der Gott des Gemetzels ist vor allem ein Film, der eigentlich nichts mit Gemetzel zu tun hat, also nicht so im eigentlichen Sinne. Ah, okay. Die hocken bei dem Film halt die ganze Zeit in einem Raum und also da geht's halt irgendwie um Aggression und so wie zu zwei Familien, die sich drüber unterhalten, weil ihre Kinder aggressiv sind und die streiten sich halt und werden dann halt selbst total aggressiv dabei. Also das ist ein ziemlich genialer Film, der halt nur in einem Zimmer spielt. Hochkarätig besetzt natürlich auch. Mhm. Ich habe gestern Iron Man 3 geguckt, der ist klasse. Ich dachte eigentlich, Iron Man kommt erst Ende des Jahres in die Kinos, sonst würde ich mir auch schon anschauen. Im Kino, oder? Ja, gestern lief der an in Deutschland. Okay. So, Rumpel, jetzt komm mal her hier, Duell hinter dir. Was? Was, oh. Duell, ich mach mit. Oh, was? Nicht beide, das ist so unfair. Ich werde so richtig von der Community weggeschnetzelt. Ja! Boah, der Rumpel, ne? Ist der bei allen 5 Kills vor mir. Das schaffe ich doch nicht mehr. Und ich höre die Musik. Es ist legendäres Let's Play. Und ich hänge hier in den Bäumen fest. Von wegen. Bam, habe ich dich schön getroffen. Und jetzt habe ich dich richtig getroffen. Ich habe dich gekriegt. Verdammt! Yes! Mein Leben hat wieder einen Sinn. Eine Minute noch und ich muss noch gucken, nicht, dass mich hier noch der Gabo überholen. Das wäre ja heute. Aber der Gabo ist natürlich auch ein sehr. Ich wollte jetzt fast Schürzenjäger sagen, aber er ist eigentlich ein Killjäger. Aua. Massenbash. Ja, der Gabo und ich, wir sind jetzt gleich auf mit den Kills. Ah, ich hoffe mal, dass ihr mich nicht mehr einholen könnt. Nee, ich glaube nicht. Du hast ja hier. Obwohl 33, das würde noch. Ja. Es könnte schon noch funktionieren, klar. Klaro. Es ist mehr gerade stumpfes Linksgeklicke. Ich glaube, es blockt kaum einer. Wozu? Ja, man kann ja fliegen. Genau. Oh, schön den Arm vom Phönix noch weggemacht. Aua, der Gabo hat mich gekriegt. Aber trotzdem. Oh, du liegst wieder vorne, Hyuga. Das wird ein heißer Kampf um den zweiten Platz. 10 Sekunden noch, ne? 10 Sekunden, 5 Kills zu machen, das schafft ihr selbst, ihr beide nicht. Doch klar. Ihr Recken. Ja doch, wenn ich jetzt hier vorne rein. Ich hab noch einen Kill. Ja,
Die Aria ja auch nochmal. Oh. Aber auf dem zweiten Platz. Sergeant Rumbleys One, das haben wir doch nicht so oft gelesen. Das fängt gut an, die Aufnahmesession. eine hervorragende Sache, ein super witziges Ding. Und mal gucken, vielleicht machen wir das nochmal irgendwann. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Chivalry. Mittelalter, blutig. Bis dann, tschö. Bis dahin. Tschüss. Ah, super. Das war eine sehr lustige Folge.